Er ist wahrscheinlich der Lemonhead, der das gemacht hat. Und wir können ganz einfach seine Figur ihnen schenken. Ist doch auch toll. So, aber wir haben jetzt wunderbarerweise einen Bananenpflücker. Und können sogar durch die Haupttür rausgehen. Kann ich damit jetzt Bananen pflücken? Blöd gesagt. Okay, da ist er schon. Dann werde ich wahrscheinlich nicht viel mit dem anfangen können. You can take this key to the monkey head back to the natives. Okay. And don't worry, I won't use it or anything. Nein, natürlich. Nein, ich würde den Affenschlüssel doch nicht benutzen. Nein. Wie kommst du denn darauf, mein lieber Freund? Ich würde doch nie jetzt zum riesigen Affenkopf gehen und den aufmachen. Und dann zu LeChuck gehen und die Gouverneurin retten. Nein. Es liegt mir fern. Ich als friedliebender Pirat werde jetzt natürlich mit dem zu den Eingeborenen zurückgehen, von denen ich gerade irgendwie wegrudere. Ist auch irgendwie blöd. Wirkt nicht so ganz glaubwürdig, wenn man genau auf dem falschen Weg ist. Naja, egal. Der Affe hängt jetzt immer noch an der Nase, oder was? Wenn es ihm Spaß macht, kann es gern machen. Jeder hat seine eigenen Hobbys, würde ich mal sagen. Wo ist der Schlüssel? Oder kann ich das jetzt einfach so aufmachen? Definitely the second biggest monkey head I've ever seen. It doesn't seem to open. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich denn nicht? Ernsthaft? There's no place to stick it in. Habe ich hier irgendwo eine Art Schlüsselloch? Riesiges Affenohr. The second largest deer I've ever seen. And also the dirtiest. Ah, jetzt verstehe ich den Schlüssel. Das ist nämlich ein Wattestäbchen fürs Ohr. Mal ein bisschen reinigen hier. Ah, aus der magischen Tasche. Es ist dreckig. Ah, sehr nah, jetzt sind wir da unten. Das kennen wir ja noch aus den Videosequenzen, oder? Oder zumindest die Lava. Wir kennen die Lava, ja? Das sind Höllenpilze, die der Hölle entstammen. Was ich mir wirklich frage ist, für was brauche ich jetzt zum Beispiel das Protokoll hier? Ich habe noch immer nicht ganz verstanden, was es damit auf sich hat. Ist ja schön und gut, dass wir da irgendwelche Objekte kriegen, aber dass man die irgendwann verwenden könnte, wäre doch auch nicht schlecht. Gehe zur Höhle. Ist da das Schiff? Ah, wunderschön. Kommst du da ran? Ich kann es nicht erreichen. Na klar kommst du da ran. Was habe ich denn? Soll ich dem jetzt den Mund putzen? Soll ich dem... öffne Höhle. Achso, okay, das ist die Aktion. Untersuche mal. Du bist ein bisschen Jammerlappen, oder? Meckerst nur rum. Geh zur Höhle... Was kann man denn hier tun? Erreicht's nicht, vom Wegen. Der steht direkt daneben. Kannst du mir nicht erzählen, dass der das nicht kriegt? Könntest darüber sehen. Zu dem, was du nicht erreichst. Kann ich da irgendwas damit benutzen? Irgendwas Längeres. Den Stein rüberwerfen. Eine Kugel rüberwerfen. Den Schädel rüberwerfen. Okay, den kann man gar nicht werfen. Dann ist natürlich irgendwie komisch. Untersuche Gesicht. Was der für Fakten herausfindet, das ist brillant. Also er ist wirklich ein König des Rätselns. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Genau alles durchgehen. Ob hier irgendwo ein Objekt ist. Will ich mir jetzt nicht nochmal entgehen lassen, irgend sowas. Ist hier irgendwas in dem Lavasee?
Alles nur Pilze. Bringt mir das hier irgendwas? Ist ja gar nichts. Boah. Das Spiel macht es mir immer wieder leicht. Ich sehe schon. Hauptsache, ich kann jetzt rausklettern. Ich dachte eigentlich jetzt... Jetzt käme noch ein Akt oder sowas. Der mir dann... wo ich dann nur da unten in der Höhle bin. Okay, gehen wir halt wieder runter. Bitte, ist deine Entscheidung. Kann ich da irgendwas nehmen? Vielleicht einen wunderschönen Halswirbel, einen anderen Wirbel oder einen Wirbelsturm. Hier muss man ja wirklich auf alles achten. Auf so kleine Objekte, wo man hintreten kann. Oder auf Nasen, die irgendwo rausstehen. Das Spiel steckt ja voller kleiner Geheimnisse und Schwierigkeiten. Aber schön, dass die da oben alle so schreien. Es gibt mir immer ein positives Gefühl. Hä? Was? Was? Hä? Hä? Was? Was? hä? Okay. Hier sind Augäpfel. Ich will ja nichts sagen. Kann ich da einen mitnehmen? Für meine Sammlung? Kann ich da irgendwie was draufstreuen? Weiß ich nicht. Weil mit einer Bodenkugel zermatschen. Das wär's doch jetzt. Einfach drauffallen lassen. Kann ich da irgendwie den Schädel hingeben? Oder, warte mal, kann ich die... Die Steuerung hier wird mich, glaube ich, bis zum Schluss verwirren. Kann ich da irgendwo hingehen? Nö. Haufen Augäpfel. Habe ich irgendwas? Könnte da ein Fernrohr draufstecken. Könnte das Fernrohr darüber geben, damit sie was zum Schauen haben. Das funktioniert irgendwie nicht. Aber hier waren ja jetzt mehrere Gebiete. Überraschenderweise. Okay, hier ist ein Herz. Yuck. Kann ich das irgendwie zerstören? Bisschen Schwarzpulver reinschütten. Der ist aber auch faul. Creepy. Kann ich die irgendwie benutzen? Habe ich nicht irgendwelche Handschuhe? Du willst hier nichts berühren, habe ich das Gefühl. Ja, ich sehe schon. Dem gefällt das hier nicht so ganz. Der ist nicht so begeistert wie ich. Kann ich darüber gehen? Gehe zur Untersuche. Ja, hier geht's rüber. Gehe zu Pilz. Ist ein Riesengebiet hier. Alles zusammen und ich habe keine Ahnung, wo es mich hinführt. Ist gerade alles ein bisschen verworren. Hier ist nichts mehr. Okay. Da bin ich... muss ich mich jetzt wohl noch ein bisschen umsehen. Bis ich hier rausfinde, was da los ist. Hä? Hä? Hilfe! Jetzt... Oh Gott, ist das kompliziert. Da verändert sich ja alles hier. Alles. Warte mal, das sind die Augäpfel wieder. Ein Haufen Augäpfel. Sagen die mir irgendwas? Das ist das Herz. Da ist ein anderer. Warte mal, da ist eine große Nase. Ich kann mir hier ein Gesicht zusammenbasteln. Hellish. Habe ich irgendeinen Hinweis, der mir hier helfen könnte? Benutzen Memos? Irgendwas, was mir hilft. Ach komm, das wäre jetzt lustig. Das Schwarzpulver da rein und dann fängt die Nase an zu niesen.
Schaubige Buch. Ich kann auch nichts verwenden. Würde theoretisch auch passen. Hellish. So, wir haben eine Nase, Augen, komische Miniköpfe. Und irgendwas sonst nichts mehr. Bis jetzt gefunden. Okay. Ah, spontaner Hustenanfall ist immer spontan. wir haben jetzt... Wir haben wunderschönerweise die Augen jetzt hier. Wir haben Augen, Nase, das schreiende Gesicht hatten wir vorhin auch noch. Das ist alles ein bisschen sehr verworren hier. Das Problem ist, er kann nichts davon angreifen. Hier ist wieder irgendeine Höhle. Nicht irgendein System vielleicht, dem man folgen kann. Irgendwas, was mir einen Anhaltspunkt gibt, wo ich hier eigentlich gerade hin muss. Okay, ich habe blutige Hände gefunden. Kann die nehmen? Komm, benutze sie. Man, du bist so ein Feigling. Dir kann man nichts anfangen. So, wir haben die Hände wiedergefunden. Gott sei Dank, es wäre ja zu schade gewesen, jetzt die Hände zu verlieren. Dann hätte ich sagen können, ich habe kein Händchen für dieses Spiel. Was aber zu blöd wäre, weil es so ein schlechter Wortwitz ist. I can't reach it. Muss doch da hinten vielleicht hin. Das ist wahrscheinlich wieder einfach nur so ein blödes Labyrinth wie am Anfang mal. Jetzt sind ja die Augäpfel da. Ich drehe noch durch. Jetzt bin ich wieder am Anfang, oder? Jetzt bin ich wieder bei dem Schreihals. Überhaupt. Hauptsache ihm wird schwindig, wenn er einen schreienden Kopf in der Wand sieht. Jetzt bin ich aber am Anfang, oder? Jawohl. Warte mal, hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Irgendwas, was mir zeigt, wie ich da gehen muss. Habe leider. Mal. It says Captain's Log, March 10th. First Mate Toothrot and I have been searching for Monkey Island for over a month with no success. Okay, nein, das ist nur das Logbuch, das hilft mir. The direction nicht weiter, das war nur auf dem Schiff wichtig. Habe ich irgendwas, was mir zeigt, in welche Richtung ich gehen muss? Irgendwas. I can't move it. Lass uns anschauen. Attention, Pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Das ist wahrhaft bösartig. So, jetzt geht's noch einmal rein und dann, glaube ich, lass es mal fürs Erste ein bisschen ruhen. Erholen von den drei sinnlosen Tipps, die ich hier verschwendet habe. Und dann probieren wir das nächste Mal hier noch ein bisschen weiterzukommen. Aber einmal probier es jetzt noch. Weil hier kann ich auch rübergehen. Man muss auch immer schauen, wo man überall hingehen kann. Das Problem bei den sich selbst aufbauenden Gebieten hier. Weiß man oft nicht so recht, wo man jetzt eigentlich hin muss. So, wir haben jetzt hier noch gar nichts. Da ist überhaupt nichts, dann bin ich wieder am Anfang. Ich will ja gar nicht weggehen. Ich finde es gerade ziemlich lustig irgendwie. Auch wenn es eher kompliziert ist. Kann ich nicht den Pilz irgendwie markieren? I'd rather not touch it. Irgendwas drauflegen. Pfefferminz. Ooh, that's refreshing. Gib. Das an das, okay. Irgendeine Markierung wäre jetzt hier halt cool. Wenn man da irgendwas machen könnte. Kann ich den anzünden? Nein, leider nicht. Brennt nicht. Ah, okay. Okay.
sick if I have to look at much more of this kind of stuff. Hier ist das Gehirn. Ist zumindest mal was anderes. Auch wenn es mir nicht weiterhilft. Das ist jedes Mal was anderes und jedes Mal ist es aufs Neue verwirrend. Ist jetzt wahrscheinlich wieder was anderes hier? Nö, ist immer noch das Gleiche. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Ah, sieh mal deine an, die Köpfe wieder. Weird. Was kann ich mit denen tun? Das ist die Frage. Da ist wieder der Schleckkopf. Okay, hier finde ich jetzt fürs Erste nichts weiter. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal und wir werden dann ein bisschen mehr mit dem Inventar wahrscheinlich rumprobieren. Bis dann, Leute. Ciao.